Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Wochenenergie am 22.02. bis 4.03. Mein Gott, das ist bald mal rausgebracht. So, ich mache Wochenenergie, Tagesenergie, lade die hoch und danach alle Sternzeichen. Alles fertig, alles fertig. So, aber jetzt kommen wir erstmal zur Wochenenergie. Wir gucken. Ich hatte ein furchtbar interessantes Wochenende, ein sehr schönes Wochenende, sehr ergiebiges Wochenende. Ich hoffe, euch ging es genauso und habt was draus gemacht. Die Energien sind ja, waren ja gut. So, wir kommen jetzt zu der Woche zum März, Mai. Was mir heute noch eingefallen ist, ich habe gestern noch gesagt, wir kommen in den Frühling und habe heute so dicke Schneeflocken gehabt. Also ganz böse Dinge. Was soll denn das hier? Ich rede vom Frühling und da kommt Schnee. Naja, aber ist nicht liegen geblieben. So, jetzt aber. Wir gucken auf diese Woche. So. Mein Gott, hier. Wir haben Stärke und Kraft. Sehr schön. Wir haben ein neues Leben, auch sehr schön. Wir haben Lösungen, wunderbar. Wir haben Mut. Wir haben noch mehr Mut. Und wir haben Geld. Ja, ist das nicht eine schöne Legung? Was liegt denn hier? Entscheidung. Also, alles ist vorbereitet. Der Tisch ist gedeckt, steht hier. Du musst nur noch dich entscheiden, Platz zu nehmen. Ja, das ist halt wieder blöd. So. Also da kann ich gar nicht viel sagen, weil das sieht ja jeder, was hier steht. Wir haben wirklich die Stärke und die Kraft, Lösungen mit Mut anzugehen und auch in die Tatkraft und in die Materie zu gehen. Ich mag jetzt natürlich das Geld. Das Geld in die Hand zu nehmen, etwas zu tun, heißt aber auch in die Umsetzung zu gehen, in die ins Materielle zu gehen. Also Materie ist alles, was ich anfassen kann. Also muss jetzt nicht zwingend Geld sein. Natürlich kann es Geld sein. Aber es kann jetzt auch, keine Ahnung, der eine ist Schreiner und hat jetzt eine große Idee und setzt sein Geld in Holz um, in Materie. Auch so ist es gemeint. Und dann habe ich mir letztes Mal eine, ja, irgendwas wieder angehört. Und dann sagte man da drin, 2023 ist das Jahr, was du in diesem Jahr anfängst, wird gut und lange. Das spricht dafür. Ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, als ich das so gesehen habe. Also, aber es braucht eine Entscheidung von uns und den Mut, einen Schritt zu gehen. Und das muss jetzt gar nicht so großartig sein. Weißt? Du sagst, okay, was weiß ich, ich bin jetzt 50 Jahre oder ich bin 30 oder ich bin 60, vollkommen egal. Was soll ich schon großartig noch anfangen? Erstens stimmt das nicht. Ich habe jetzt erst mit einer 70-jährigen Dame telefoniert, die ein neues Amt angenommen hat, ganz was Neues. Und die ist 70, aber die war topfit. Aber, da lass mal das hingestellt. Also, ich habe jetzt mein Leben lang geschuftet und was weiß ich, gehe jetzt in Rente oder keine Ahnung, habe keine Energie mehr und weiß gar nicht, was ich machen soll und bin ja bloß ein Arbeiter und bla 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 bla. Also, für alle die, sei gesagt, dass das hier nicht, erstens mal überhaupt nicht viel Geld braucht, wenn überhaupt. Es geht hier ums Entscheiden und es geht um den Mut, das auch zu tun. Wenn ich jetzt, sollen wir mal überlegen, ich gehe davon aus, ich bin eine ältere Dame, die sich eigentlich nichts mehr oder nicht mehr großartig viel vom Leben erwartet, sage ich jetzt einfach mal, die ein bisschen niedergeschlagen ist, so sage ich, niedergeschlagen ist besser. Was könnte die mit dieser Legung anfangen? Da, und das ist jetzt wurscht, wie alt du bist. Also, du versprichst da nichts mehr vom Leben, du hast irgendwie gesagt, das ist alles blöd. Also, niedergeschlagen. Dann ist es hier. Du hast Kraft in dir. Du musst dich nur entscheiden, also aus deinen Depressionen, aus deiner Niedergeschlagenheit rauskommen, durchatmen, am besten in die frische Luft gehen, einmal fest durchatmen und die Kraft, die du hast, erstmal spüren. So geht's schon mal los. Und dann überlegst du hier, gut, ich mache jetzt ein neues Leben. Wie könnte sich das für mich gestalten? Wie möchte ich das anders haben, wie mein ganzes Leben bisher?
Und ich gehe jetzt davon aus, ich habe nicht viel Geld, ich schlängel mich gerade so durch. So, was möchte ich denn mehr? Ich möchte ein bisschen mehr Geld. Ich bin ja bescheiden, ich sage bloß ein bisschen mehr Geld. Ich möchte mehr Freude und einen Sinn wieder drin sehen. Sage ich jetzt mal, so würde ich mir das jetzt mal so vorstellen. So, wo liegt die Lösung? Gehen wir mal von dem Leichten aus. Freude. Mehr Freude. Ich bin eigentlich ein geselliger Typ, aber immer alleine. Das heißt hier, die Lösung ist, geh dorthin, wo Menschen sind. Hab den Mut, was weiß ich, in einen Kaffee zu gehen, in eine VHS, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, aber mit Sicherheit gibt es auch noch so Hochschulen, so Abendkurse für, keine Ahnung, irgendetwas, was dich interessiert, wo dann viele Menschen oder einige Menschen drin sitzen, die sich auch dafür interessieren. Und das ist egal, wie alt du bist. Wenn du nach wie vor gerne Yoga machst, ja, dann geh in einen Yogakurs, wo Menschen sind, die auch gerne Yoga machen. Du gehst gern spazieren, hast aber niemanden zum Spazieren gehen. Ja, dann frag mal in der Nachbarschaft. Oder es gibt auch so Vereine, die auch alle gern spazieren gehen. Ja, dann mach halt da was. Verstehst du? Du musst nur den Mut haben, das zu tun. Was haben wir noch gesagt? Mehr Freude, ein bisschen mehr Geld und was war das Dritte? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ja, ein Sinn, genau. Dann frage dich, was interessiert dich denn? Was hat dich denn schon immer interessiert? Also bei mir, genau diese Frage hatte ich jetzt vor kurzem auch für mich selber und habe überlegt, was hat mich denn eigentlich schon immer interessiert? Und bei ich kam auf die Lösung, außer spirituelle Sachen, Ägypten. Mein zweiter Urlaub, den ich je gemacht habe und den habe ich ganz alleine gemacht, ist nach Ägypten gewesen, weil ich das unbedingt sehen wollte. Und wo ich dann genug Geld hatte, mir einen Urlaub zu leisten, war mein zweiter Urlaub Ägypten. Habe ich dann natürlich auch so ein Augen verloren und so weiter, aber erinnere dich dran, was hast du in der Jugend gern gemacht? Oder. Wenn du jetzt immer schon gern Fußball angeschaut hast, den Fernsehen anschaust, ja, dann geh halt auf den Fußballplatz, wenn die E-Jugend spielt, die B-Jugend, die A-Jugend, was weiß ich, keine Ahnung, du schaust gern Fußball, dann schau dir das doch an. Viele Menschen sind da, die da auch gerne Fußball schauen. Und. Wenn du dann hier den Mut, dir dein Herz in die Hand nimmst und dann wirklich das tust, was dir mehr Freude bereitet, kann ich dir versprechen, dass sich auch finanziell automatisch etwas ergibt. Ich weiß, das klingt ganz doof, aber es ergibt sich. Du hast jetzt nicht viel Geld und sparst halt im VHS-Kurs zusammen, die kosten meistens nicht viel, so 20, 30 Euro. Gehst dahin und dann gibt es Leute, die reden und du bist ja noch relativ fit, sage ich jetzt einfach mal. Oder die haben Ideen, du kannst ja das beantragen, da gibt es eine Möglichkeit. Unterhaltungen bringt und hundertprozentig kommt sowas in dein Leben. Das ist jetzt für alle, die sagen, ach, ich kann ja gar nichts tun. Doch, du kannst das tun, du kannst immer etwas tun. Das ist faule Ausreden. Weil es geht hier nicht ums große Ganze, es geht um dich und um dein Leben. Hier mit Stärke und Kraft geht es voran ins neue Leben. Du musst es nur annehmen. Und nicht nur annehmen, sondern auch tun. Den Mut haben, es zu tun. Ja, und da liegt die Lösung und der Mut. Da liegt die Blockade drin. Das ist das, was ich gesagt habe. Du weißt, was du gern machst, aber du scheust dich. Du sagst, da sind lauter Idioten drin. Oder es gibt so Menschen, die sagen, dass alle anderen Menschen sind blöd. Gibt es, kenne ich. Was soll der erwarten? Dass ihn alle nett finden, wenn ihr alle anderen blöd findet? Ja, brauchen wir nicht reden. Da ist die Lösung, braucht Mut. Die Entscheidung alleine hilft nicht, du musst es auch tun. Ja, online wäre auch eine Lösung. Da gibt es auch ganz viel. Gerade für einsame Menschen oder so. Oder für Interessengruppen. Es gibt alle möglichen Gruppen auch online. Interessengruppen für Stricken, für Häkeln, für, keine Ahnung, Babysitten, alles Mögliche gibt's. Muss man sich nur mal raussuchen. Ja, und dann kann man einen Neuanfang starten. Und der hält dann für lange Zeit, denn alles, was du 23 anfängst, wird lange Zeit halten. Und was hier sagt,
dass jetzt diese Entscheidung eine Lebenswegentscheidung ist. Sie ist spirituell. Wie ich schon mal gesagt habe, jedes Leben ist spirituell. Es geht gar nicht anders. Aber diese Entscheidungen, die du jetzt triffst, kommen aus dem Innern raus, kommen aus dem Herzen raus, kommen ja, ein Stück weit von deiner Seele, von deinem Bewusstsein, die dann sagt, ja, jetzt wollen wir irgendwas tun. Speicherkarte voll. Ja, ich habe ja alle Sternzeichen gemacht, darum Speicherkarte voll. In einem normalen Leben, jetzt nicht in so einem ganzen traurigen Leben, sondern in einem normalen Leben, wie du und ich und fast alle haben, heißt das eigentlich das Gleiche. Hier ist das neue Leben. Das kommt mit Kraft, kommt es hierher gefahren und bringt Lösungen für all deine Probleme. Du brauchst bloß Mut hinzusehen und du brauchst den Mut, auch neue Wege zu gehen. Es bleibt nicht alles, wie es war. Geht's auch nicht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es ist noch nie geblieben, wie es war. Du warst Kind, dann bist du Jugendliche geworden, dann bist du Erwachsene geworden, dann hast du geheiratet, dann hast du Kinder gekriegt. Schon alleine diese 5 Punkte haben dein Leben 5-mal grundlegend verändert. Also, dann gehen die Kinder außer Haus, du bist wieder alleine, bla bla bla, bist vielleicht geschieden. Also, jedes Mal, wenn sowas passiert ist, und das ist jedem von uns passiert, hat sich das Leben grundlegend geändert. Und das ist nichts anderes. Und ich sag, also mir kommt das persönlich so vor, es wird sich nicht wahnsinnig viel ändern in meinem Leben, weil sich meine Sicht aufs Leben im Grunde nicht ändert. Ich schaue genauso aufs Leben, wie ich es vorher gesehen habe. Jetzt fahren halt keine grünen Auto mehr, sondern rote Auto. Oder es fahren bloß noch Fahrräder oder Busse. Oder ist doch vollkommen wurscht. Aber es ist immer noch ein Leben, wo Menschen zusammen sind, die sich mögen, wo sich Familien bilden, wo es Kinder gibt, wo man sich liebt und wo man sich streitet, wo man auf irgendeine Art und Weise Geld verdient, um sich was Schönes zu leisten und. Das ist alles, das wird alles bleiben. Ob ich jetzt mein Geld jetzt verdiene, was weiß ich, irgendwo in der Fabrik und mich da abschufte, ob ich später mein Geld verdiene mit Sachen, was ich gerne mache, ist zwar ein Riesenunterschied, ändert aber nichts an der Sache, dass ich immer noch Geld verdiene. Wenn du aufs Leben schaust, es wird sich außen etwas ändern, ja, aber doch nichts in dir. Du hast immer noch das Gleiche, du bist immer noch auf deinem spirituellen Weg und entwickelst dich da weiter. Und jede Entwicklung bringt eine Veränderung, bringt, hoppala, ich dachte, das wäre grün. Ja, jetzt ist mir klar, das war nie grün, das war schon immer rot. Jetzt gibt das und das auch Sinn und das verstehe ich auch besser. Ändert absolut dein Leben sowas. Aber es ändert dann doch wieder nichts. Es ändert deine Sicht drauf. Aber deine Sicht hat sich verändert. Es fahren keine roten Autos mehr, sondern grüne Autos. Aber das Leben hat sich nicht verändert. Ich muss immer noch schlafen, ich muss immer noch essen, ich muss immer noch aufstehen, ich will immer noch lieben, ich will immer noch geliebt werden und. Das alles bleibt ja gleich. Also was ändert sich denn großartig? Meine Arbeit vielleicht. Und die hat sich schon öfter geändert. Oder bis, ich glaube nicht, dass du jetzt seit 60 Jahren, 50 Jahren, 40 Jahren, 30 Jahren, keine Ahnung wie lang, in einer Firma bist und nie was geändert hast. Und selbst wenn, dann hast du bestimmt nebenbei mal was getan. Da geholfen und da geholfen. Also hast du schon andere Arbeiten getan. Sag selbst dann. Wir warten, oder viele warten hier auf das große neue Leben. Das ist schon da. Und das, was sich hier so ändern wird, ist, dass du mehr Kontakt zu dir selber bekommst. Mehr Kontakt zu deinem Bewusstsein, zu deiner Seele, zu deiner Überseele, zu keine Ahnung, wie du das nennst. Das ist bei jedem, heißt das irgendwie anders. Das ist ja wurscht. Und wir mehr aus diesem Verstand rauskommen, der uns nur aus der Vergangenheit leitet, der nichts wie Sorgen und Kummer bringt, weil ja das alles ganz fürchterlich schlimm ist. Das ist das, was sich grundlegend ändert. Und wenn du mit deinem Bewusstsein, mit deinem
Ich sage Körper, Geist und Seele. Mit deinem Geist sprichst. Der ist ja der Verbindende zwischen Körper und Seele. Im Körper ist der Verstand drin. Der ist der, der denkt und der sagt, das ist alles schlimm. Der Geist ist der, der Körper und Seele verbindet, der zu beiden Kontakt hat. Und mit dem müssen wir reden, wenn du es nicht direkt zur Seele gehst. Aber das ist der Kontaktmann. Und das ist die leise Stimme in dir. Das ist deine Intuition. Und das wird immer mehr. Du gehst aus diesem Verstand raus, den sie uns seit Hunderten von Jahren eingeprügelt haben. Wir dürfen nur denken. Ich brauche den Verstand, der ist ganz wichtig. Ich brauche den zum Denken, ich brauche den zum Autofahren und zum Rechnen und zum Organisieren und keine Ahnung, was für was der alles gut ist. Der ist richtig toll, den brauchen wir. Aber er hat zu viel Macht bekommen. Der meint jetzt alles regeln zu müssen. Der Verstand mischt sich sogar schon im Körper ein, dass er sagt, er weiß das besser, was der Körper braucht. Sagt der Verstand, weil der Verstand gelesen hat, dass jetzt, was weiß ich, CO2 ganz böse ist oder, keine Ahnung, Birnen verfault sind oder was weiß ich, hat er gelesen, folgedessen weiß er das. Da fragt er nicht meinen Körper. Nein, das weiß der Verstand. Der Verstand weiß, gestern hat es geregnet, oh, morgen wird es wieder regnen, ja, um Gottes Willen. Das weiß der Verstand. Der Geist, der weiß was ganz anderes. Der ist abgekoppelt. Und wenn du zum Geist sagst, wie du immer nennst, also zu deinem Bewusstsein, nicht Verstand, sondern Bewusstsein, ich brauche Hilfe, ich will hier dieses neue Leben haben, dann sagt der Geist, ja, machen wir. Dann kannst du zum Beispiel sagen, gut, was blockiert denn hier? Und will ich euch gleich mal, es gibt eine Jaga, also Jäger, schreibt man mit Y, Y-A-G-A-R, Jägertechnik. Die ist richtig gut. Ich wende die schon lange an, ich habe sie aber vergessen. Bei mir war die ja schon involviert. Ich habe die jetzt vor kurzem erst wieder gesehen und denke mir, ja, okay, weiß ich schon ganz lang. Aber ich wollte es euch sagen, die Jägertechnik, kann jeder für sich auch machen. Da sprichst du mit deinem Bewusstsein, ganz bewusst. Wäre jetzt hier zu lang zu erklären. Schaut euch an, da gibt es Videos, wie man das am besten macht. Und das kann jeder. Und das mit der Tafel. Also, ja, auf jeden Fall, das mit der Tafel ist ganz wichtig. Aber es ist zu lang. Ich kann euch das jetzt nicht so erklären. Aber das ist mein Ansatzpunkt, wo ihr wirklich kennt. Und genau das ist das. Dein Bewusstsein, was nicht geprägt ist von Vergangenheit, von Politiker, von Zeitung, von keine Ahnung was. Dein Bewusstsein ist unbeschadet, unbefleckt. Die weiß es. Die findet auch deine ganzen Glaubenssätze. Die weiß auch, warum du hier blockierst. Weiß sie. Das ist zu 95%, wenn nicht noch mehr, nur Verstand. Nur Verstand, der blockiert. Du bist nicht blockiert. Der Verstand sagt, du bist blockiert. Und da der Verstand so übermächtig ist, so groß, man hat ihn so groß werden lassen, also absichtlich trainiert, so groß zu sein, meint er alles zu wissen. Und das stimmt einfach nicht. Gut, das ist zu viel. Kann ich euch jetzt nicht erklären, das dauert viel zu lange. Aber das hier heißt, wir sind schon im neuen Leben. Du musst es nur noch annehmen und deinen Weg gehen, deine spirituelle Ausrichtung. Und ich habe schon mal gesagt, jeder Weg ist spirituell, ist egal, wie es denn gehst. Und wenn der über wahnsinnig viel Geld geht, dann ist der so. Wenn der über, keine Ahnung, 10 verschiedene Partner geht, dann ist der so. Oder. Irgendwie führt dich dein... Du wirst ja auch geführt, auch wenn du es nicht merkst, dass du geführt wirst. Du wirst immer geführt. Und wenn du es halt nach einem 10. Mann noch nicht gespannt hast, dass du immer auf die gleichen greifst oder immer den gleichen Fehler machst, dann passiert dann irgendwann mal was anderes. Vielleicht kommst du dann drauf. Du wirst immer mit der Nase hingestupst, wir wollen es aber bloß nicht anschauen. Und das ist jetzt genau das, was hier das neue Leben ist. Das neue Leben ist, wir werden alle bewusster. Und das ist auch das. Wenn du mit dem Bewusstheit denkst, also die Führung von deinem Geist annimmst, der nicht in die Vergangenheit gehen muss, der einfach weiß, was Sache ist, dem kannst du jetzt nicht sagen, wie kriege ich jetzt einen Haufen Geld? Das kann der nicht lösen. Das ist ihm auch vollkommen wurscht wahrscheinlich. Aber du kannst zum Beispiel sagen, suche mal
die Probleme, die ich habe, dass ich kein Haufen Geld habe, das kann er wieder lösen. Verstehst du? Und wenn du deine ganzen Blockaden löst, und du hast unwahrscheinlich viele, läuft das Leben immer leichter, immer leichter. Und dann läuft ja alles auf dich zu. Das Leben ist ja, kommt ja auf dich zu. Du musst es ja nicht hinterherlaufen, dem Leben. Es kommt auf dich zu. Du verhinderst bloß, dass das Gute kommt. Du sitzt im Wasser, in einem Fluss, und der Fluss kommt auf dich zu. Nur mit deinen Blockaden ist alles Schöne, fließt an dir vorbei. Und hier kommt der ganze Blödsinn. Hier stauen sich dann die Äste und der ganze Krampf. Das meine ich. Bist du ohne Blockaden, dann bist du wie so ein kleiner Fisch, verstehst du? Und dann können dich die Äste nicht. Und du kannst da, das Leben kommt automatisch. Und das ist ja das Schöne. Und das wurde uns ja nie gesagt. Das Leben kommt. Aber es ist eine Arbeit an sich selber, seine Blockaden zu lösen und mit dem Geist zu leben und nicht mit dem Verstand. Gut, wir kommen zur Tagesenergie. Eine wunderschöne Woche. Das muss ich jetzt auch noch sagen. Eine wunderschöne Woche, die uns wirklich viel verspricht, die viele Lösungen bringt. Wir müssen aber entscheiden. Das ist ganz wichtig. Wir entscheiden, dieses Leben anzunehmen, dieses Leben auch zu leben, zu tun. Und wenn ich jetzt nur sage, okay, ich traue mich jetzt noch nicht, aber ich kann zumindest mal irgendwohin spazieren gehen oder mal ein Eis essen oder mal einen Kaffee trinken irgendwo, dass ich mal wieder unter Leute komme. Das ist so ein erster Schritt. Kann man ja tun. Oder. Also, du musst es, er verspricht, wenn du deine Blockaden, eine Lösung findest und die Lösung kommt hier, wird es ein wunderschönes Leben. Nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit. Das ist eine Entwicklung. Gut, wir kommen zur Tagesenergie. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht, und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine
Anleitung dabei. Sie brauchen keine Anleitung. Und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden. Und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.